Oh, sind ein paar mehr hier drin, ne? Scheinen aber nur alle oben zu sein. Okay, ciao. Das ist ja... Geil, noch ein Pümpel. Also hier gibt's Pümpel und Abraxo. Hier habt ihr euren Spaß. Ja, wo ist er denn? Aha. Da komme ich vielleicht sogar hoch. Aber will ich erstmal noch gar nicht, doch. Ich gehe erstmal auf die Toiletten. Oh, was ist denn hier los? Hier ist fast gesagt Supermutanten, aber die sind hier ja nicht. Einig wird, wer aufs Klo darf, ne? Das hat keiner gesehen. Hat anscheinend auch keiner. Weder gesehen noch gehört. Das war cool. Spaß. Verschlossen. Ja, eins nach dem anderen. Erstmal, ne? Erstmal gucke ich hier so. Was denn hier so gibt? Hm? Ach, das ist auch eine Metallkiste. Oh Gott, gar nicht erkannt. Auf jeden Fall scheint der eine Ghoul echt gut durchzuhalten. Weil zumindest scheint er ja nicht niedergeschossen zu werden von ihm. Von dieser Schusseinrichtung, also, ne? Selbstschussanlage. Okay, das ist da drin irgendwo. Irgendwer hat da drin sehr viel Spaß.
nicht schleichend weitergegangen, verdammt. Hier ist keiner drin. Also auf jeden Fall geht es ja anscheinend irgendwo, muss es noch hochgehen. Huch! Ist ja süß, eine Lincoln-Statue. Oh. Action, Ape, Action, wie geil. Das werde ich doch nicht diesem Knirchen da verkaufen, wenn er nicht bekloppt. Geschützturmsteuerung. Die kann ruhig. Achso, ich kann es ja trotzdem entschärfen. Na? Archive sichern, Archive öffnen. Nee, nee, das mache ich dann selber. Das öffnen meine ich jetzt. Sehr schwer. Okay, in die Richtung muss ich. Dachte ich nicht? Oh. Ah, okay, in diese Richtung muss ich. Was denn, jetzt geht's auch noch in den Keller? Ah ne, Quatsch, von hier kam ich ja, Entschuldigung. Stimmt. Aber ich dachte, es geht auch noch irgendwo rauf. Aber anscheinend nicht. Aua. So, das wäre die eine Tür. Dann will ich doch noch mal gucken, ob ich dann doch vielleicht irgendwie nach oben komme. Ich mach nur die Tür auch schon mal auf. Mit der arme Ghoul, der da mit der Selbstschussanlage eingesperrt ist, dann auch mal rauskommen. Das war nicht hier. Das war nicht hier. Wo war das denn? Hier war das. So, dann geht's hier erstmal rein. Hier geht's rauf, toll. Okay, was habe ich denn? Gewichtstechnisch. Oh ja, komm, da geht erstmal noch einiges. So, mal gucken, ob es sich gleich irgendwo noch ein Ghoul zeigt, aber ich habe jetzt erstmal nichts weiter gesehen. Aber irgendein Ghoul wurde doch die ganze Zeit über beschossen. Zumindest hat man... Okay, ich habe wieder irgendwas Wichtiges anscheinend eingesammelt. Das hat er so aus wie, sah ein bisschen so aus wie ein Bilderrahmen.
geht es aber noch weiter. Seufz. Metallkiste, Schreibtisch, Schreibtisch, okay. Schreibtisch, Schreibtisch. Nur ein Dings. Da geht's hoch. Oh. Ich glaube, die Selbstschussanlage hat doch einen niedergemäht. Besonders aus. Mein Finger ist zu schnell. Gerade in diesem Regal hier. Oh oh, ich kann bald nicht mehr, ich kann bald nicht mehr, ich kann bald nicht mehr. Kann ich jetzt noch? Ja, ein bisschen kann ich noch. So, das ist der andere Raum, naja. Tatsächlich hier noch einer drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ciao. Nachhalten, Sabbel. Achso, warte. Nachladen. Ja, gut. Heute Nacht träume ich von Büchern. Das, obwohl ich nicht mehr in der Bibliothek bin. So. Aber wir sind ja in Underworld, ne? Und wir können noch, oder? Wir können nicht mehr. Ich glaube, da ist keiner mehr da. Aber ich kann es nochmal probieren. Vielleicht erwische ich sie gerade oder so. Verdammte Glattäute. Ja, da ist er noch. Hallo. Sie sind zurück. Cool. Sie ist noch da. Okay, wir waren bei den Energiezellen. So, mal gucken. Schon wieder. Action Ape. Jetzt muss ich aufpassen. Bürgerkriegseinberufungsplakat. Ach, vielleicht war es das gewesen. Fahndungsplakat. John Wilkes Booth. Okay. Also, ich habe anscheinend einiges noch aufgehoben. Link als Tagebuch ist klar. Also ich habe schon ein bisschen was, was sich lohnt, dass ich es eingesammelt habe. Also von Lincoln. So, und ein Ghoul tanzte da ja noch rum. Die sind da oben, sind zwei. Oh fuck, das ist so einer. Ja, die sind übel. Ah!
das meine ich nämlich. Der ist nämlich echt übel. Was, warum kommen jetzt auf einmal so viele? Oh Gott. Wie gesagt, also die sind übel. Aber gut, das hat ja noch irgendwie geklappt. Puh. Dafür ist meine Kampfflinte jetzt aber auch ziemlich lidiert. Den habe ich sogar getroffen, obwohl ich gar nicht auf ihn gezielt habe. Okay. Was? Ich habe noch ein Buch gehört. Das hat gerade nicht so angehört wie ein Buch. Oder es war ein Brett. Ja, Bücher, Bretter, ne? Das ist... Schlüssel sogar, na Mensch. Wow. Was ist das denn? Lincolns Stimme. Okay, den zweiten Stock gibt's auch. Okay, hier gibt's viel. Von Lincoln meine ich jetzt. Plakat. Ach Gott. Auch dieses. So, aber jetzt scheint es ja hier ein bisschen ruhiger zu sein. Gott sei Dank. Ach. Obwohl, hier sind nicht so viele Bücher, wie ich befürchtet habe. Aha. Hier war aber nichts. Nee. Nein, in den mittleren Raum gehe ich noch nicht. Erstmal schön rundherum alles freimachen. Ah Gott. Oh nein. Warum sind hier so viele Bücher? Warum sind hier so viele Bücher? Warum muss ich sie mitnehmen? Warum muss ich sie mitnehmen? Ja, ich muss nicht, ich weiß. Okay. Na gut. Lincoln-Münzsammlung. Alter, was haben wir denn hier noch alles von dem jungen Mann? Aber irgendwie will ich das dem Knirchen aber nicht verkaufen. Ich überlege gerade, ob das vielleicht was für den... Naja, für den anderen Abraham Lincoln gibt. Der in Rivet City wohnt. Sachen aus der Vergangenheit gerne kauft.
Nee, der ist hier tatsächlich auch reingekommen. Und der wollte Lincolns Repetiergewehr. Wie geil. Das ist wahrscheinlich aber nicht wirklich eine Waffe. Also jetzt, oder? Nee, ne? Achso, warte mal, ich kann ja hier was. Doch, tatsächlich? Nee, komm, das. Nee, das kann ich nicht nehmen. Das gute Ding. Ist. Mich dünkte, der war vorher. Da war vorher doch nichts drin. Egal, egal, ich frag nicht. Naja, okay. Jetzt habe ich ja ein bisschen was eingesammelt von Lincoln. Also geringfügig viel. Das war ja nun wirklich eine ganze Sammlung. Nicht schlecht. Entschuldigung. Nein! So, dann gehe ich doch mal gucken. Ob der junge Mann dann das verkauft. Kauft. Und zwar der junge Mann in Rapid City. Ort nicht entdeckt gibt's nicht. Echt? Ah, ich habe noch einige Orte nicht. Ach, fuck. Hatte ich vergessen. Naja, egal, so kann ich dann wenigstens ein bisschen was. Einlage. Willkommen zu Hause. Hier drin. Das zum Beispiel diese 13 Flaschen und die 3. So, ich gehe jetzt mal Bubu machen. Ich wünschte, es gäbe mehr. Kein Ding. Danke für den Fancy Lates. Was? Warum sollte ich denn dahin wollen? Wie gesagt, ich verkaufe dem das doch nicht. Bin doch nicht bekloppt. Entschuldigung. Das interessiert mich einen Scheiß. Der will das verbrennen. Ich will jetzt erstmal ganz kurz gucken, ob er das auch nimmt. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, die Dame. Ich versuch's erstmal hier. Ich glaube, das war irgendwo mitten raus, ne? Also, irgendwo mitten Mangel. Ich weiß noch nicht, wie. Was ist das hier? Kennt ihr das Tür? Wer ist denn kennt ihr das? Egal, auf jeden Fall nicht da. Klar? Was willst du denn? Da. So, Abraham, wo bist du denn da? Ja. Was bringt sie nach Rivet City? Ich hab da was. Ohohoho. Na ja, jedes historische Dokument würde der Gesellschaft etwas bringen. Ich möchte auch in neue Märkte expandieren. Vielleicht mit einigen interessanten Artefakten zur Geschichte unseres großartigen Landes. Bringen Sie mir alles, was Sie in dieser Art finden können. Ich werde Sie gerne wieder dafür belohnen. Okay. Ja. Sehr interessant. Das hätte ich gern für die Sammlung des Museums. Ich kaufe es Ihnen für 70 Kronkorken ab. Was sagen Sie dazu? Kann man den dann feilschen? Na gut, bitteschön. Jeden einzelnen Kronkorken wert. Yay, cool. Ja, kein Ding. Dann ist das erstmal weg. Ach, ich kann nicht klagen. Aber jetzt, wo wir die Unabhängigkeitserklärung haben, wird es sicher noch besser laufen. Hoffentlich können wir die Sammlung erweitern und noch mehr Besucher begrüßen. Ja, guck mal, ich habe hier das Gewehr.
Ich kann kaum glauben, dass sich solch ein Artefakt in Ihrem Besitz befindet. Das wäre eine hervorragende Ergänzung der Museumssammlung. Ich kaufe die Waffe für 100 Kronkorken. Was sagen Sie dazu? Du kannst mich mal hier... Na gut, bitteschön. Jeden einzelnen Kronkorken wert. Also... Okay, ich dachte, ich hätte mich eben gerade beim ersten Mal verkaufen verlesen. Also er wollte mir doch 100 Kronkorken geben. Ich habe gesagt, nein, ich will 125 und er gibt mir 200. Irgendwas ist da gerade so ein bisschen... Eine tatsächliche Aufnahme von Lincolns Stimme? Verblüffend. Bitte, wenn ich Sie dafür entschädigen darf, ich bezahle Ihnen 60 Kronkorken. Na gut. Bitte schön. Jeden einzelnen Kronkorken wert. Na, aber natürlich. Jeder einzelne Kronkorken. Oh ja, die Münzen. Mit Lincolns Gesicht drauf, klar. Münzen, was? Das war das Geld, das vor langer Zeit mal im Umlauf war. Nun, das Museum ist an allen Objekten aus der Geschichte Amerikas interessiert. Wie wär's mit 15 Kronkorken für die ganze Sammlung? Bitte was? Na gut, bitteschön. Jeden einzelnen Kronkorken wert. Okay. Hier, ein Kriegsplakat. Das würde hervorragend an die Wand des Museums passen. Was sagen Sie zu 60 Kronkorken? Mehr. Na gut, bitteschön. Jeden einzelnen Kronkorken wert. Na, doppelt so viel. Das ist ein ziemlich schönes Exemplar, das Sie da haben. Was sagen Sie zu 10 Kronkorken? Bitte was? Na gut, bitteschön. Jeden einzelnen Kronkorken wert. Na toll. Ja. Ja, wie gesagt, er kriegt das. Nicht die Raider. Ach du große Güte. Handgeschrieben von einem der größten Präsidenten unseres Landes? Mhm. Das muss meine Gesellschaft unbedingt haben. Ich gebe Ihnen 100 Kronkorken dafür. Bitte was? Na gut, bitteschön. Jeden einzelnen Kronkorken wert. Ja, okay, danke. Nun, ich glaube, dann müssen wir Abschied nehmen. Ich würde mich auf ein Wiedersehen freuen. Vor allem, wenn ich wieder die Tasche voller Artefakte habe, ne? Kann ich das jetzt eigentlich schon bewundern? Wahrscheinlich eher nicht. Nein, ich wollte gar nicht. Ich wollte nie. Forschungslabor ist doof. Oh, ich habe übrigens deinen Raum aufgemacht. Ist nicht wirklich so. Hallo. Okay. Ist der Drogenabsüchtige oder? Ach, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ah. Gruppennutzung. Marketplace. Sieht alles in Ordnung aus. Marketplace, Marketplace. Kampf im Muddy Rudder letzte Nacht gehört? Ja, Val wird ein paar Tische und Stühle ersetzen müssen. Muddy Rudder, ja. Das war die Kneipe, ne? Ja. Tja, naja. Tschüss. Hallo? Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Halt die Schnauze. Also keine dummen Ideen. Ich warte hier nur gerade auf die Pisser, die hier normalerweise was verkaufen. Ach komm, weißt du was? Nee. Komm, hier, hallo. Willkommen im Potomac Attire. Hi. Ja, was, achso. Mal. Kannst du meine Kampfflinte auch reparieren? Ja, kann er. Machen wir den Kampfhelm auch nochmal so. Ja, sowas in der Art hat er leider nicht. Schade. Aber er hat Stimpaks. Das reicht mir. Ist Grund genug. Von dem Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, habe ich das gerade wirklich gehört? Okay. Danke. Danke. Danke auch. Ciao.
noch was. So, und der Pisser wollte hier was. Geschichtsmuseum, Lincoln Memorial. Okay. So. Wenn jetzt irgendjemand was will, schieße ich ihn über den Haufen. Das ist nahe genug. Der Zutritt zum Denkmal ist vergurkt. Zugang zum Denkmal ist vergurkt. Haben Sie im Museum irgendwelche Lincoln-Artefakte gefunden? Oh, leider nicht. Das habe ich noch? Okay. Die Abolitionisten dürfen das nicht in die Finger kriegen. Wie wär's mit 100 Kronkorken? Sie wissen, dass es außer mir niemand kaufen wird. In dem Falle stimmt das sogar. Na schön, gieriger Mistkerl. Ich werde es von jemandem verbrennen lassen. Ihre Gedanken sind nachvollziehbar. Ich mache Ihnen ein Angebot. Ich suche nach einigen geflohenen Sklaven. Ich zahle 100 Kronkorken für Informationen über Ihren Anführer, Hannibal Hamlin. Interesse? Die Versuchung ist groß, aber nein. Hannibal. Im Ganzen. Wir darum ver. Klar. Das war jetzt aber wirklich nicht nötig. Was? Hey! So! Nein! Doch. Oh, Tempel der Einheit, da soll das sein. Okay, jo. Mir doch egal. Gab's irgendwas? Den hat's gerade zerlegt. Weiß auch nicht, was hier los ist. Oh, ist ja ein Ding. Ich krieg ja gar kein Karma abgezogen. Ich krieg trotzdem alles mit. Lululul, ein Gartenzwerg, na klar. Einzige, was blöd ist, ich kann trotzdem nicht in seinem Bett schlafen. Nein. Das Bett gehört nicht Ihnen. Also wirklich, pisse ich einmal drauf, dann gehört das mir. Meins. Guten Tag. Ich darf hier nicht rein, ich weiß, aber ich gehe trotzdem rein. Geht die Feuer! Ich rauche aber nicht. Sorry. Gleich. Ach, Seufzen. Kommt ja echt zu nix. Medizin hatte ich voll, Wissenschaft hatte ich voll. Also jetzt wegen der Wackelpuppe. Das heißt, ich mache erstmal weiter. Feilschen hat ja soweit gut geklappt. So,
So, hauen wir auf 90 rauf. So, 12 hätten wir. Komm hier. 2 darauf. Und was können wir denn noch? Na komm, machen wir Energiewaffen auch nochmal 3. 10 hoch. So. So, was nehmen wir denn jetzt noch? Adamantium-Skelett war ja auch relativ interessant. Meisterhändler. Jeder Gegenstand, den die Händler verkaufen. Action Boy. Ach ja, komm. Nehmen wir den verbesserten kritischen Treffer. So. Jetzt mache ich noch viel mehr Aua. Hallo. Na, geht's nicht so gut, hä? Ach ja. Ach, da sind ja noch welche. Toll. Wo komme ich denn da? Wie komme ich denn da? Ach, hier muss ich. Sollte ich jetzt die entflohenen Sklaven finden? Hier ist keiner mehr da. Na, hier ist auch noch was. Ich sehe schon, da würde was baumeln gleich. Aua. Das könnte mir sogar wehtun. So. Ja. Das war's hier, wa? Lincoln Memorial ausgeräumt. Keine fragwürdigen Gestalten mehr da. Gibt's was auf der anderen Seite? Oh, da liegt. Oh, die haben sich auch mit anderen angelegt, so wie es aussieht, ha? Mhm. Oh, cool. Okay. Irgendjemand? Auf Anhieb würde ich sagen, nö. So, da ist auch noch was. Da gehe ich auch gleich nochmal hin. Mal was können. So, das ist das Einzige, was hier in der Nähe noch... Nee, ist nicht das Einzige, was hier noch fremd ist. Promenade Südwest. Das andere ist... auch nicht erfassbar. Vielleicht komme ich ja hier lang. Also, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Na los, komm. So, war ich dann hier auch schon mal drin? Was? Hier war ich garantiert noch nicht drin. Der Name kam mir überhaupt nicht bekannt vor. Die entflohenen Sklaven finden Hannibal Hammer und den Tempel der Einheit ausfindig machen. Wo? Ich wollte das gerne... Mann, warum kann ich denn die Aufgaben... Achso, ich kann keine Aufgaben abwählen, okay. Aha. Und hier drin gibt's... Tada! Der da hinten, den kümmert's gar nicht. Doch, den kümmert's doch. Okay. Aber danke, dass du zu mir gelaufen kommst. Da muss ich nicht so weit laufen, um dich auszuluten.
Okay. Toll, was ist denn das jetzt hier? Hier gibt es zwei Wege oder was? Oh Mann. Oh Mann. Geht schon los. Verdammt. Gehen wir erstmal hier hin, weil das sieht aus wie ein Sollweg. So, gibt es hier irgendwas zu holen? Außer Strahlenkrankheiten? Nö. So, hier gibt's auch... Oh, nein, nicht so einer. Nein. Oh, fuck, ey. Nein, nicht so einer. Aha. Also ich glaube, ich komme... Was ist denn das? Geschützturm. Komm her! Ja, kommst du jetzt oder was? Nicht zum Spaß. Danke. Okay.